Mit der Wahrnehmung ist es oft eine reichlich verzwickte Antwort. Halt, stopp! Was soll die Scheiße sehen? Das ist meine Sendung. Pferd pissen Sie sich. Spaß. X-Faktor, das Fassbare. Einer der ältesten Berufe ist der des Totengräbers. Ein Beruf, in dem die Kundschaft ganz sicher nie ausstirbt. Pete Ringwald ist hässlich. Du hast mit mir dort einen Tisch neben meinen Feinden bereitet. Du salbtest mein Haupt mit Chassis, denn ich komme nun in dein Arsch, oh Herr. Da singt doch irgendjemand. Halt's Maul! Hab ich gesagt, dass wir Pause machen? Wer zur Hölle sind Sie denn? Nur eine alte, harmlose Frau. Du Gewitterhexe! Du gemeiner, dummer Mann. Halt's Maul! Fick dich! Ich scheiß mich ein. Morgen früh. Es hieß, er sei schon schlecht gelaunt auf die Welt gekommen. Und dann wurde es jeden Tag schlimmer. Halt's Maul! Hey, ganz ruhig, was soll denn das schon wieder? Du bist tot! Du bist tot! Hörst du mich? Du bist... Du wurdest... Du sollst aufhören! Ich fick dich in den Arsch. Was ist da passiert? Ist unsere Geschichte über den abscheulichen Leichenbestatter passiert? Halt's Maul! Man sagt, Schock-TV-Videos bescherten schon vielen Menschen, die sie gesehen haben, großes Glück. Und das ist nicht nur ein Klischee, sondern wissenschaftlich erwiesen. Die folgende Geschichte geschah um 10.25 Uhr. Seien Sie gefasst auf einen glaublichen Vorfall. Da ich diese Worte zu Papier bringe, Meine Frau M. ist kaum 3 Jahre alt und doch hat sie mir bereits 26 wunderbare Kinder geschenkt. Diesen letzten Abschied wollte ich für mich allein. Wurde Anne wieder zum Leben erweckt, Jetzt wird es Zeit zu überprüfen, welche unserer Geschichten auf Tatsachen basieren und welche wir erfunden haben. Entspricht diese wunderschöne Geschichte vielleicht der Wahrheit? Nein. Halt's Maul! Fresse, alter Sack! Aber das Beste, was mir das Leben gab, ist Dr. Bradley. Wie wir herausfanden, ist etwas Vergleichbares wirklich vorgekommen. Ihr Jonathan Frakes. In der nächsten Sendung Apfelkuchen. X-Faktor, das Fassbare.